Ja, einen wunderschönen guten Abend allerseits. Und hier liegt schon was aus, was ein kleiner Vorgeschmack dessen ist, was ich gerne mit euch besprechen wollte. Also, kommt erstmal alle in Ruhe an, hier in der Leselaube. Ich wünsche euch mal einen wunderschönen guten Abend. Und ihr seht, ich bin nicht alleine. Ich habe hier meine Begleiterin von gerade eben. Wir haben über die Amsel gesprochen. Die sitzt mir hier auf der Schulter. Die hat beschlossen, einfach heute Abend mit dabei zu sein und gemeinsam mit mir eine Leselaube zu bestreiten. Grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. Vielleicht noch mal hinausgelauscht und euch ja, mal in die Nacht hinein gelauscht. Hier ist es schon dunkel bei mir am Ammersee und vielleicht eine Amsel gehört. Ich möchte euch heute in die Welt der Orakelkarten entführen. Denn heute habe ich beschlossen, mache ich es wahr. Ich mache zwar kein Unboxing mehr, denn ihr wisst ja, ich bin kein Unboxing-Meister. Aber ich liebe es natürlich auch, Kartendecks vorzustellen. Und ich habe in der letzten Zeit doch einige Tarot-Kartendecks vorgestellt, auch mal ein Orakel-Kartendeck. Aber das, was ich heute vorstelle, ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Denn hier seht ihr schon eine kleine Auswahl davon. Es handelt sich um die traditionellen Orakelkarten, erschienen im Königsfurt Urania Verlag. Und dieses Kartendeck kommt in dieser wunderschönen Schachtel. Und ihr lest schon darauf, warum ich mich besonders freue, dieses Deck vorzustellen. Traditionelle Orakelkarten, Untertitel klassische Karten, moderne Deutung. Und jetzt lest doch bitte mal, wer es geschrieben hat, das Begleitbuch dazu. Natürlich, die liebe Kirsten und der liebe S. Roy Buchholzer. Und ja, ich muss zugeben, das ist ein Mantika-Produkt, so ist es. Und ich muss zugeben, ich bin so überhaupt nicht bewandert in den Orakelkarten. Ich habe so null Ahnung davon. Fragt mich bitte was zum Thema Tarot, irgendwelche anderen Orakelkarten. Aber leider ausgerechnet zu diesen traditionellen Orakelkarten, ich keine Ahnung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ich da ein bisschen mehr Unterstützung bekäme. Und ich lese schon, dass Susanne, wie kommst du drauf, ob Rui vielleicht auch da ist? Wünschst du das jetzt, dass ich, traut ihr mir das nicht zu, dass ich das alleine mache? Oder glaubt, ich brauche Unterstützung? Und wenn ja, von wem? Ihr wisst, wie das früher ging, ja? Wenn früher im Kasperltheater ups, da fällt gleich die Amsel runter. In frühem Kasperltheater Rettung nahen sollte, was haben die Kinder gerufen? Was haben sie gerufen? Kasperl haben sie gerufen, aber wir brauchen den Kasperl nicht. In diesem Fall brauchen wir Unterstützung von jemand anders. Wer soll an meiner Seite sein, liebe Leute? Kerstin, das ehrt dich, dass du denkst, ich schaffe das. Aber ich glaube, diesmal schaffe ich es nicht allein. Die Amsel, nein, falsche Fährte. Kasperl auch nicht. Der Kasperl rettet mich jetzt auch nicht mehr. Okay, die Sandra, ich glaube, ihr ahnt schon. Ich glaube, ich lasse euch nicht mehr länger raten. Ich wünsche mir jetzt einfach jemanden, einen Mantiker her. Ich wünsche mir einen Mantiker her. Und ich wünsche mir diesmal nicht die Kirsten her, sondern ich wünsche mir den lieben Roy her. Und jetzt denken wir mal alle fest an Roy Buchholzer und dann schauen wir mal, ob es uns gelingt, ihn zu manifestieren hier in meinem Studio. Wird uns das gelingen? Denkt bitte fest an Roy und ich glaube, es funktioniert. Ich merke schon, da tut sich was. Tut sich was? Da ist er schon. Wer Mantika ruft, Der Mantiker ruft, kriegt Mantika. kriegt Mantiker, wie der Geist Einen aus der wunderschönen Flasche. guten Abend. Ja, wie die bezaubernde Genie. Genau. Ja, vielen Dank, lieber Rui, dass du dich bereit erklärt hast, mir dabei zu helfen, in dieses Deck einzuführen, es kurz vorzustellen. Ich habe es ja euch zu verdanken, dass ich es überhaupt in den Händen halte. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Gerne. Und es ist natürlich eine große Ehre, dass ich einen Autor des Buches hier präsentieren kann, sodass ich mir sicher sein kann,
Heute werdet ihr nichts Falsches aus meinem Munde hören, denn entweder wird Roy sofort korrigierend eingreifen, oder er wird es einfach selber sagen. Und wenn er es sagt, der kann ja nur Richtiges zu seinem Kartendeck sagen, oder? Also zuerst mal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, dass ich über die Karten sprechen darf, die ich jetzt seit bald 30 Jahren meine treue Begleiter sind, und dass ich vielleicht den einen oder anderen zeigen darf, dass diese Bilder vielleicht einfach gemalt sind, aber doch eine große Tiefe haben. Ja, davon bin ich überzeugt. Also wie gesagt, ich habe es ja schon geunboxed, deswegen liegt das jetzt nicht mehr so ganz original da. Aber werfen wir mal einen Blick auf die Schachtel. So kommt das Ganze an. Ja. Und da gibt es ja auch gleich hinten einen Hinweis auf was ganz Besonderem. Das musst du uns dann vielleicht nochmal genau erklären, wenn wir dann dazu kommen. Aber auf alle Fälle, man liest hier, aus der Gründerzeit entstammen sie, gehören heute zu den beliebtesten Wahrsagekarten, 19. Jahrhundert, Belle Epoque, nostalgische Motive. Also wir werden auch von der ästhetischen Seite her eine Zeitreise eher machen. Und das Tolle ist bei eurem Deck, dass ihr auf der einen Seite diese traditionellen Karten nutzt, aber moderne Deutungen dazu gebt. Und dazu gibt es, wenn man die Schachtel aufmacht, natürlich auch ein ausführliches Buch. Das finde ich immer gut. Und in diesem ausführlichen Buch, da können wir einfach mal einen Blick reinwerfen. Da liegen sie ja noch. Ich habe eine Widmung drinnen. So ist das. Und da sehen wir schon mal hier die Einleitung. Da sehen wir haben es hier mit, wie viele Karten sind es, Roy? 36? 36. 36 sind es, die 36 Karten hier. Und natürlich die Legepraxis. Die nimmt einen ziemlich großen Teil ein, was ich toll finde. Also da werden nicht nur einfach die Karten jetzt einzeln durchgenudelt, sondern hinterher finden wir auch wirklich spannende Legepraxis-Tipps inklusive Legesysteme. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man mit so einem neuen System arbeitet, wenn man vielleicht vom Tarot kommt oder sowas, dass man da sicherlich Parallelen findet. Und auch die Einleitung ist sehr gelungen, mantische Gedanken zum Wahrsagen. Also ihr habt da wirklich viel Herzblut reingelegt in dieses Buch. Das merkt man auf alle Fälle. Es ist vielleicht nicht nur ein Buch, sondern es ist ein Buch aus einem Zyklus, den wir vor 20 Jahren begonnen haben, 15 Jahren begonnen haben. Und dort haben wir eigentlich noch ein relativ schmales Büchlein aus einer Reihe Liebe, Glück, Erfolg im Königsfutteran Verlag. Und danach hatten wir ein zweites Buch, das sehr umfangreich war. Das hieß Ein Kurs aus dem Kartenlegen. Und das ist jetzt das dritte Buch. Mhm. Und diese Orakelkarten, du hast es vorher kurz erwähnt, haben dann noch so ein kleines Sahnehäubchen. Okay. Herzensmensch bemerkt, dass du ein bisschen abgehakt klingst. Das liegt vielleicht an deiner Bluetooth-Verbindung zwischen aber es werde vielleicht das gleich nochmal ändern. Ja, also wir versuchen es. Aber lass uns weiterreden. Ja, wir reden einfach mal weiter. Und genau. Hauptsache, du bleibst uns erhalten, Roy, solange jetzt. Ja, du kommst gleich wieder. Hallo? Ja, hört er mich jetzt besser? Ja, glaube ich, jetzt ist es besser. Die Kamera muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, jetzt bist du da. Jetzt sehen wir jetzt. Wartet noch einen Moment. Irgendwie klingst du jetzt noch mehr abgehackt. Bin ich jetzt noch mehr abgehackt? Nein, jetzt nicht mehr.
Okay, dann Ja. ist ja alles wunderbar. Und Ja, wenn das. ihr mich seht, dann ist alles gut. Jetzt ist super. So bleiben bitte. Aber schön, dass du, Herzensmensch, danke, dass du was gesagt hast, denn so können wir es verbessern. Nur dann. Und ihr wisst ja, live ist immer live. Es ist alles gut und in Ordnung. Wir haben die Sache im Griff. Und ohne euer Feedback geht es nicht. So ist es. Ja, danke, dass du auch kurz erklärt hast, wie das auch eingereiht werden muss. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Also bei den Orakelkarten, die hast du reingebracht in das mantische Konzept. Das war so ein Impuls, der von dir kam. Und Die wie bist du überhaupt dazu Orakelkarten. gekommen? Die Orakelkarten sind in Österreich an jedem Bahnhofskiosk. Also das ist so, wie du hier in Hamburg ein Franzbrötchen kaufst. Okay. Und also in Österreich ist das das Normalste der Welt, dass die überall rumliegen. Und dann fand ich das dann so schade, dass das sonst wenig bekannt war. Und dann hat sich das wunderbar angepasst. Es waren nicht die bekannten Lönnermoors, es waren nicht die Kipper, sondern es waren die Orakelkarten. Also die kommen dann immer in der gleichen Aufmachung. Das ist auch, glaube ich, immer der gleiche Ja, Verlag, der die produziert. es ist der renommierte österreichische Spieleverlag Beatnik in Wien. Ferdinand Beatnik hat dieses Unternehmen vor knapp 200 Jahren gegründet und hat dort den Grundstein gelegt. Und er selber war noch ein Kartenmaler, der in die Firma eingeheiratet hat, denn sein Meister ist verstorben. Und so hat er eine Dynastie gegründet, der dann sehr schnell vom Kartenmalen auf das Drucken ging. Und die waren in der K&K-Monarchie sehr weit verbreitet. Die hatten in heutigen Tschechien, in Ungarn, in der Slowakei, überall Firmen, wo sie auch Karten produziert hatten. Also die waren da riesengroß und die haben dann in Wien dann ein mega für die damalige Zeit Firmengebäude gegründet und haben dort Karten gedruckt. Heute sind sie einer der größten europäischen Spielehersteller und produzieren immer noch diese Bilder, produzieren immer noch diese Karten. Und ist es so, dass man, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man sich mit diesen Karten, wenn du sagst, die gehören, sind praktisch österreichisches Kulturgut, können wir sagen, oder? Hat man sich dann mit den Karten dann ins Kaffeehaus zurückgezogen und sich gegenseitig Karten gelegt, oder wie wurden die angewandt? Nein, Bei Kaffee und Kuchen? diese Karten wurden ursprünglich aus dem reichen Wiener Mittel- oder High Society geprägt. Denn die Zeit und das Geld hatten, die haben dann auch die Karten dann so produzieren lassen, dass sie keine Probleme hatten. Denn man darf eins nicht vergessen. In der K&K-Monarchie ab 1870, ab 1880 war nicht nur die Geheimpolizei sehr stark, sondern auch die Kirche. Und wäre auf den Karten nur irgendetwas Seltsames gewesen, hätten wir diese Karten heute bestimmt nicht mehr. Aber wir kommen dann gleich noch drauf, darum heißen die Karten dann vielleicht die eine oder andere seltsam. Anke fragt hier, soll ich dieses Törtchen essen oder nicht? Das wäre eine Frage für die Orakelkarten. Ich glaube, Anke, diese Frage stellst du dir in einem Wiener Kaffeehaus nicht lange. Da brauchst du keine Orakelkarten dazu. Nein, da wird man freundlich bestimmt mit haben gewählt Genau, auf haben die gewählt. Torte, auf das Tortenbuffet hin geführt. Also es war eine Beschäftigung, sagen wir mal, für die obere, für die, wie würden wir sagen, High Society, kann man das so sagen?
Das hat in den Salons hat man sich getroffen und dann vielleicht die Karten gelegt, sich gegenseitig, oder war das schon was für Ja, Bögenkicker? für die Damenwelt. Die Herren waren da eher draußen Mhm. und es ging ja auch immer so um Herzensangelegenheiten. Ja, Ja. man darf ja eins nicht vergessen, das, was wir heute unter Beziehung, Liebe her hat, das gab es in dem Sinn nicht, sondern man hat reich zusammengeheiratet. Die Hochzeiten waren zum Teil arrangiert, damit sich dann das Geld nicht verkleinert hat, sondern am besten Fall noch vergrößert. Und dann war das ja keine Liebesheirat, sondern es war eine arrangierte Geschichte. Und dann war es normal, dass es dann neben dem Ehemann noch einen, man würde heute sagen, eine Freundschaft plus gab. Und bei den Männern genau das Gleiche. Das war normal. Das ist, glaube ich, eine Hat ganz man. gute, ganz wichtige Hintergrundinfo, weil wenn wir dann später mal so einen Blick reinwerfen, wenn wir viele Bilder sehen, die kommen uns einfach schon so wie aus der Zeit gefallen vor, aber die beruhen ja auch auf dem soziokulturellen Kontext dieser Zeit. Ganz genau. Und man darf auch dann nicht vergessen, dass die Frauen eine größere Macht hat, als wie man sie so aus den Sissi-Filmen kennt. Aber man hat diese Macht nicht gezeigt, denn sonst wäre sie schnell kassiert gewesen. Ja. Ist es übrigens so, weil ich habe jetzt hier gerade tatsächlich, das ist noch original verpackt. Ist es immer so, dass der Brief oben aufliegt? Das ist die erste Karte. Ja. Ja, weil die Zigeuner-Wahrsagekarten, so heißen sie in Österreich, haben keine Nummerierung. Also mit irgendwas musste anfangen. B ist der erste Buchstabe einer Karte und so liegt der Brief als Obristes. Ich finde es auch immer interessant, Die, war das schon immer ja, mehrsprachig unten drauf? Das das ist. ist der Hinweis auf die Vielsprachigkeit der K&K-Monarchie. Und man hat dort ja nicht nur Deutsch gesprochen, das war einfach die einflussreichste oder größte Gruppe. Man hat auch dort Italienisch gesprochen, natürlich Ungarisch. Es gab eine große Gruppe an Kroaten, ja, die auch einflussreich waren. Und es ist Französisch unter anderem drauf. So, jetzt kann man sich fragen, ja, warum denn Französisch? Napoleon ist ja schon lang vorbei, aber die Amtssprache auf der Donau, bei den Schiffern, bei denen die Handel betrieben haben auf der Donau, das war Französisch. Witzig. Darum verstehen zum Beispiel Rumänen heute noch viel besser Französisch, und in Ungarn ist es ähnlich. Sehr witzig. Ich dachte mir auch zum Beispiel, weil du gerade gesagt hast, wahrscheinlich hat man diese Karten in den Salons dann ausgepackt, wenn es um Liebesangelegenheiten ging. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, dann ist natürlich der Brief, der hier ganz klar ein Liebesbrief ist, zumindest nach meiner Fantasie hier und mit den Rosen und die Taube bringt ihn und so. Das war dann vielleicht schon so die Vorahnung, worum es eigentlich geht. Ja. Und dann darf man auch nicht vergessen, das war ja eine Zeit, da war es noch nicht mit, man geht dann einfach ins Gasthaus oder das gab es, aber nicht für diese soziale Schicht, sondern man hat sich dann eben bei arrangierten Treffen zusammengesetzt. Ja, ich habe jetzt mal das hier aufgemacht, damit man auch mal sieht, so sehen die Karten aus, ja, wenn man sie frisch ausgepackt hat. Was auch sehr schön ist, hinten drauf sind die Genau, astrologischen das schauen wir uns auch nochmal Zeichen. an. Das wollte ich dich ja auch fragen. Das war schon immer so, oder? Dass hinten drauf das ist. Jetzt, mir kommt gerade was total Verrücktes. Das muss ich aber erst prüfen. Diese Darstellung, und zwar auch diese Reihenfolge, es beginnt ja oben mit dem Steinbock. Ja. Und dann kommt der Wassermann und dann kommt ja witzigerweise der Widder und die Fische. Also das folgt jetzt erstmal keinem klassischen Schema, würde ich jetzt mal sagen. Also man muss sozusagen übers Eck springen. Ne? Wenn wir jetzt beim Widder beginnen, dann hüpfen wir rüber zum Stier, dann geht es rüber zu den Zwillingen, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze und dann geht es wieder nach oben, Steinbock, Wassermann, Fische. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe die schon mal gesehen, diese Reihenfolge. Und zwar
halte ich fest, am Polizeipräsidium in München in der Edtstraße. Kommt mir jetzt siebenteils. Ja. Ich werde das prüfen, ob das wirklich jetzt nur meine Fantasie ist. Aber das stammt ja aus der Zeit so um 1900 rum. Wer weiß, ob der Maler... 1850, 1860. Und man darf ja auch nicht vergessen, man hatte ja damals Verbindungen von Österreich nach Bayern. Denn woher kam denn die schöne Sissi? Ja, woher kam sie bloß? Vom Starnberger... Jo. Geboren in München. Ja, siehste. Also ich denke mal, interessant, kannst du was sagen dazu, warum da astrologische Zeichen hinten drauf sind überhaupt? Weiß man nicht. Nein. Weil ansonsten... Haben wir auch nie danach geforscht. Ja, also ansonsten sind ja meines Wissens jetzt astrologische Bezüge ein paar, man könnte so, wir werden vielleicht nachher ein paar sehen, da gibt es schon so ein paar Hinweise vielleicht auf Götter, die vielleicht auch in der Astrologie eine Rolle spielen. Aber ansonsten ist er jetzt nicht wie bei den Tarotkarten, dass da irgendjemand mal gesagt hat, das entspricht Jupiter, das entspricht Steinbock oder irgendwas. Ne? Hm. Gibt's jetzt nicht, oder? Solche Korrespondenzen. Wir haben das dann mal gemacht für einen Vortrag bei der Astrologischen Gesellschaft in Zürich. Und der erste Teil des Vortrags war dann so, dass mir fast die Leute eingeschlafen sind. Aber wie ich dann die Chart hervorgenommen habe, wo dann auf einmal die astrologischen Zusammenhänge kamen, da waren auf einmal alle hellwach. So ist das mit den Astrologen und Astrologinnen natürlich auch. Die werden immer nur wach, wenn es um ihre Zunft geht und alles andere langweilig. Damit so. Und ungerechtfertigterweise. Ja, wollen wir mal... Vielleicht noch etwas zu den Karten. Ja. Sie heißen in Österreich Zigeuner-Wahrsagekarten. Mhm. So sind sie auch bekannt. Und da kommt dann sofort die Assoziation, das haben die Zigeuner gemalt. Mhm. Nee. Die Zigeuner, also die Sinti und Roma, aber auch die Gruppe, die die Karten produzieren ließen, hätten sich niemals im Leben zusammengetan. Und dann haben die Sinti und Roma ganz andere Symbole, ganz andere Zeichen, ganz eine andere Form des Orakels. Kommt auf dieser Form gar nicht vor. Wir haben dann eine Karte, wo ein Tier drauf kommt, das die Zigeuner überhaupt nicht mögen. Wir haben ein Tier auf einer anderen Karte, das die Zigeuner sehr hoch und in Ehre halten, und die wird auch ganz anders dargestellt. Also mit Garantie haben da Sinti und Roma niemals was im Tun gehabt. Und der Kartenname, das darf man auch nicht vergessen, war ein sehr cleverer Schachzug des Ferdinand Beatnik, denn der hat damit keine Angriffsfläche geboten. Denn er konnte somit immer dem Klerus und der scharfen Polizei immer wieder sagen, sind ja die Sinti, sind ja die Roma, sind ja die Zigeuner. Ja? Also das heißt, das war ein Marketing, rein aus Marketinggründen. Wir haben ja heute das Thema, dass die Begriffe wie Zigeuner sehr umstritten sind und teilweise also auch wirklich in Verruf geraten sind. Sowohl die Sinti und Roma, die es zum Teil selbst ablehnen, so genannt zu werden, muss man ja an dieser Stelle sagen, als auch nicht jeder und nicht alle. Ich habe auch schon andere Diskussionen gehört. Aber es gilt halt, wir sind ja heute in einer Epoche angekommen, wo wir mit Wörtern sehr vorsichtig umgehen müssen. Und so wurde tatsächlich auch entschieden, dass eure Karten eben nicht mehr Zigeunerkarten heißen, sondern traditionelle Orakelkarten. Es gab aber auch eine Ausgabe, da stand noch Zigeunerkarten drauf. Möchte ich nochmal dazu erwähnen. Die gibt es nicht mehr. Das ist sozusagen die aktuelle. So, und ich mache mal so einen kleinen Run, ohne jetzt auf die einzelnen Karten durchzugehen. Denn so viel kann ich schon verraten, liebe Leute. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich mit Rohe hier zusammen über den Orakelkarten brüte. Denn wir haben uns vorgenommen und damit, glaube ich, erfüllen wir auch den einen oder anderen Wunsch unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir gedacht haben, warum nicht mal die Orakelkarten so ausführlich darstellen wie die Tarotkarten.
Und es wird eine Serie geben dazu. Näheres erfahrt ihr dann in den Shownotes, die schon bald losgeht, nämlich ja, schon bald. Und da werden wir uns sonntags um 10 Uhr treffen. So viel steht schon mal fest. Also es ist eine Matinee, aber was kann es Schöneres geben, als den Sonntag zu beginnen mit, ja, mit Roe, dem Mantiker und Christopher von der Geheimnisakademie, wenn sie über, ja, zum Beispiel den Geliebten oder die Geliebte philosophieren werden. Also, wir werden mal sehen. Wir werden also den Orakelkarten so viel Raum geben wie den Tarotkarten und ich glaube, da werden wir noch einige Überraschungen erleben. Und ich bin ganz wirklich, wirklich, wirklich froh, dass ich dich dafür auch gewinnen konnte und du ja gesagt hast, das zu machen, damit wir, eigentlich ist die Idee ja gemeinsam geboren, muss man dazu sagen. Ich habe dich gar nicht ziehen müssen. Du hast selber ganz schön auch ins Horn gestoßen dazu und da freue ich mich natürlich Ja. tierisch. Denn für mich ist es eine neue Reise. Ich muss sagen, es ist für mich was Neues. Ich werde. Also für mich sind diese Zigeunerkarten, die begleiten mich jetzt schon so lange und das ist mein Herzensprojekt. Ja. Toll, dass wir daran teilhaben dürfen hier in der Geheimnisakademie, dass dem Raum gibt. Und das würde ich mal vorschlagen. Da lasst ihr euch überraschen. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant werden. Ich lasse mich da auch total führen. Ich gebe natürlich mein Wissen hinein, was ich so mitbringe. Und wer weiß, vielleicht kann ich auch Rui noch mit der einen oder anderen querdenkenden Verbindung noch überraschen. Oh, jetzt habe ich Querdenker gesagt. Entschuldigung. Bestimmt. Gut. Und Kirsten macht in der Zeit Führungen bei den Stadtspielern. Nein, Kirsten kommt dann auch noch. Also es das heißt nicht, dass wir mit Tarot aufhören, aber ich finde es einfach super, dass wir mit den Orakelkarten jetzt irgendwie auch was Neues geführt haben. Und es wird dann vielleicht sogar, oder nicht nur vielleicht, auch einen eigenen Ort geben dafür. Da haben wir schon philosophiert drüber. Der Tarotgarten ist was ganz Geordnetes, aber die Orakelkarte wird es dann im Orakelhain geben. Da Gut, aber dazu erfahrt möchte ihr der alles noch. Christopher sicher seinen Tarotgarten nicht mit Orakelkarten verwildern lassen. Also, die liegen natürlich nebeneinander, der Tarotgarten und der Orakelhain, und haben natürlich geheime Verbindungen zueinander, das ist schon klar. Aber im Orakelhain, da ist natürlich alles Mögliche los, gell? Da ist So, viel möglich. da ist viel möglich. Und ich glaube, ich mache mal so einen kleinen Durchlauf. Das da war ich ja stehen geblieben. Ich wollte einfach nur so ein bisschen eine Bilderimpression zeigen. Und dann haben wir hier schon drei liegen. Da wolltest du vielleicht genauer was sagen dazu, weil die, glaube ich, über den Charakter der Orakelkarten doch was aussagen. Aber ich lege jetzt einfach mal wild die drauf und dann machen wir die anderen. Nur damit ihr mal so eine Impression bekommt, was euch da erwartet. Etwas Geld. Besuch. Und ihr seht schon, wie Ja, und sie. ihr seht schon, es hat keine Nummern. Also von daher gesehen sind sie viel leichter zu erlernen. Also anders als wie bei den Lönnermans oder Kipper, wo man dann immer noch die Häuser dazu kennen sollte, haben wir da nicht. Wir sehen schon stilistisch sehr schön alles hier. Ja, was ist das für eine Zeit in Österreich? Das ist Biedermeier. K&K Biedermeier ist das, gell? Es ist Biedermeier. Es ist ganz klar, es ist die Zeit, nachdem man endlich wieder sich nach Frieden gesehnt hat, wo man wollte, dass alles wieder geordnet ist. Man hat sich sogar darauf eingelassen, einen jungen Kaiser zu nehmen, der zu dem Zeitpunkt auch schon sein erstes Attentat hinter sich hatte. Ja, manche Ja, und Zeichnungen. man sieht, da würdest du bitte noch eine Karte zurückgehen. Ja, man sieht schon ganz klassische Bilder, ja, auch wenn es verschattet ist, aber man ist immer gut gekleidet. Ja, also man schenkt sich da nichts. Auch unheimlich, also das Bild finde ich zum Beispiel sehr unheimlich. Ja, auch es bildet das ganze Leben ab. Und da gehören halt auch andere Bilder dazu. Das Wie auch diese. finde ich eine gruselige Karte. Da denke ich so an Jack the Ripper. Ja, vielleicht. Geistliche Ja. kommt natürlich vor. Ganz, ganz eine wichtige Figur zu der Zeit, ne? Der Geistliche, der sehr bestimmend war. Ja, hier sieht man ihn nochmal im vollen Ornat.
Das ist eine Karte, mit der kann ich mich identifizieren. Ich glaube, so säße ich auch gerne da in dieser Zeit. Ja, und ganz klar, schick und schön, ne? Die Frisur passt, ne? Sitzt alles. 19:30 Uhr, die Frisur sitzt. Genau. Und man sitzt vor allen Dingen Ja, auch abgehoben. nicht irgendwie, sondern es ist zwar leger, aber doch, man weiß, man wird gesehen. Und er ist abgehoben. Und der ist ein bisschen Ja, abgehoben. keine Bodenhaftung. Nein, nein, die hat er nicht mehr. Ja, gefällt mir. Die Hoffnung. Auch dann Allegorien. Auch was zum Leben dazugehört, der Tod. Wobei ich diesen Tod sehr charmant finde, denn sein Stundenglas ist voll. Ja? Ah, genau, das sind die Details, auf die man achten muss. Auch der ist schön gekleidet, ne? Ja. Die Titel Verdruss, dann hier wieder Fröhlichkeit, klingen ja zunächst mal sehr eindimensional. Ne? Ja. Wie ist das? Aber es sind natürlich, ich meine, Verdruss kennt jeder, Fröhlichkeit kennt jeder, das sind Grundstimmungen des Menschlichen, würde ich mal sagen, die hier abgebildet sind. Das ist richtig. Und wenn man die einzelnen Bilder anschaut, dann ist das natürlich eindimensional. Was die große Chance und das Tolle an diesen Bildern ist, wenn du dich dann mit dem gesamten Bild auseinandersetzt. Und dann wird es mit den Kombinationen spannend, aussagekräftig und oft auch so auf den Punkt gebracht, wie man es oft mit Tarotkarten nicht schafft. Auch sind hier mit Legesystemen Zeitangaben möglich. Aha, okay, interessant. Und das ist ja mit Tarot schwer. Ja. Hier ein sehr dramatisches Bild. Auch das gehört zum Leben, ne? Dass ich mal alles hergebe, bis auf das nackte Überleben. Wenn man genau schaut, hat es da noch ein kleines Kind im Arm Ja. der Person. Also, die rettet buchstäblich das letzte Hemd. Und dafür wieder das Gegenteil als Geschenk. Gibt es eigentlich irgendwelche Hinweise, wer das erfunden hat? Oder hat das Piatnik Nein. erfunden? Die tauchen auf Nein. einmal auf. Nein, Bjatnik hat es gemalt. Man Okay. könnte heute sagen, es war eine Auftragsarbeit. Aber Aber wer du darfst jetzt so ja auch der nicht geistige vergessen, Urheber in der ist? Zeit wollte man das auch gar nicht rausgeben, groß, für wen es gemacht wurde, weil das war ja auch gefährlich. Okay. Also der Auftraggeber ist nicht bekannt. Wurde uns nicht genannt. Wir waren beim, das ist ein Urgroß Enkel des Gründers. Und der hat uns einiges erzählt, aber natürlich immer aus seiner Perspektive, aus seinem Kennen und Wissen. Okay. Ja, auch hier wieder eine Person, die es so gegeben hat. Das ist eine Uniform der Sanitätstruppe. Das ist ein Oberst nach den Chargen. Und so eine Uniform hat es wirklich gegeben. Da Ja, wieder und der da haben wir Brief. den Brief wieder. Ja, und dann haben wir zum Schluss diese beiden Karten, die mit einem Herz obendran sind. Und das wird auch, so viel darf ich verraten, unsere erste Folge sein. Wir werden über die Geliebte und den Geliebten sprechen. Und wie gesagt, ich stelle das dann online. Ich habe das jetzt noch nicht geschafft, aber es wird spätestens morgen werdet ihr wissen, wann wir die erste Folge machen. Und dann werden wir euch ja in einem recht regelmäßigen Turnus immer zwei Karten vorstellen. Bei den 36 Karten, die wir vor uns haben, sind das dann 18 Episoden. Kommt es nur mir so vor oder sind wir jetzt beide eingefroren? Nein, wir sind nicht eingefroren. Es kommt nur dir vor. Gut, dann ist es nur bei mir. Ah, ist okay. Ja.
Du hast noch vorher gesagt, etwas von diesen drei Karten. Ja, die jetzt natürlich nicht mit dabei waren in dem Durchlauf, sondern weil sie schon unten raussortiert liegen. Aber sag mir, welche ich zuerst auflegen soll, dann kannst du vielleicht ein bisschen was verraten. Die Beständigkeit. Also bei mir hängt das Ganze jetzt, aber ich weiß, um welche Karten es sich handelt. Die Beständigkeit als Bildmotiv ist ja vielleicht den einen oder anderen bekannt. Ja, wir haben hier dieses Horusauge, dieses allwissende Auge. Und das ist eines der bekanntesten Motive. Ja, also das war auch lange mal das Sujet auf der Verpackung. Und dieser Horus, der ist so das Highlight, das höchste der Gefühle, das du haben kannst. Ist es ein Beispiel dafür, dass man die hier versucht hat? Es ist ja natürlich das als allsehendes Auge, das allsehende Auge Gottes, dass man auch versucht hat, eben katholisch anmutende Motive hineinzubringen, um dem Ganzen so, wenn der Klerus das in die Finger bekommen hätte, so hätte man sagen können, schaut doch, wir haben ja Richtig. hier. Richtig. Das ist ja ein Motiv, das findest du auch in jeder Kirche. Also von da gesehen war das ja dann so ein bisschen die Lebensversicherung. Und eigentlich würden wir heute die Karten so malen, da nicht Beständigkeit draufschreiben. Da würden wir höheres Selbst oder unsere Seele oder was auch immer. Also das heißt, auch die Titel, die darunter stehen, die sind natürlich auch immer so angepasst, dass sie zu der Zeit passen und kein Aufsehen erregen. Ja. Genau, und niemanden eine Angriffsfläche bieten. Weil es ist ja so, wenn man mal, du hast gesagt, so 1840, 50 sind die aufgetaucht, habe ich das richtig verstanden? Das ist ja auch die Zeit, in der eigentlich so der Spiritismus in Europa Fuß fasst. Ich denke mal auch in Wien, München, Paris, Berlin, London. Das waren ja so Metropolen, in denen dann die Menschen angefangen haben, Tische zu rücken, sich mit dem Übersinnlichen zu beschäftigen. Das Unbewusste wurde als Thema zum ersten Mal wahrgenommen. Später kommen ja dann Sigmund Freud, es kommen C.G. Jung auf die treten auf den Plan. Was mir nicht so bewusst war, ist, dass die katholische Kirche damals in Österreich so den Finger drauf hatte. Aber das ist natürlich dann ganz klar, dass da wahrscheinlich diese Szene sehr beäugt wurde. Und Orakelkarten gehören ja auch eigentlich im engeren Sinn, zumindest im Verständnis der damaligen Zeit, zu dieser Bewegung hinzu. Ja, und man darf ja nicht vergessen, die katholische Ki also die Kirche damals ist ja noch nicht katholisch, die hat ja auch zum Teil die Päpste gestellt. Wenn dem österreichischen Kaiser da einer nicht gepasst hat, dann kam er nicht in die engere Auswahl. Das Heilige Römische Reich. Naja. Also, da ist ganz klar. Dann habe ich hier noch eine Karte, die wahrscheinlich Deutscher Nation, ne? Das deutscher muss man dazu Nationen, ja. sagen. Sag's ja, ne? Die Reichsinsignien sind ja heute noch in Österreich in der Wiener Hofburg zu finden. Naja, Ja, die die gibt man Habsburger, nicht her. die Das geben die Letzte, Habsburger was nicht mehr man her. war. Der Letzte, der es versucht hat zu entwenden, naja, wissen wir, was passiert ist. Dann haben wir hier die, da haben wir hier die Liebe. Bestimmt eine ganz wichtige Karte. Ja. Na, dieser kleine Amor, der da seine Pfeile verschießt und dann da den sie treffen, dann mit besonderen Gefühlen und hast du nicht gesehen. Also eine der präsenten und wichtigen Karten bei jeder Legung. Und natürlich hier Amor, Engelchen, sicherlich auch. Es ist natürlich eine antike Gestalt. Allerdings konnte man, glaube ich, bei einer Amor-Cupido-Figur sagen, na ja, es sieht ja auch ein bisschen aus wie diese kleinen Putti in der Kirche. Und vor allen Dingen, der war wahrscheinlich schon so weit genehm, da hat man jetzt nicht mehr an den antiken Eros gedacht, sondern wirklich an den Ja, natürlich. pfeileverschießenden Amor. Natürlich. Die einzig nackte eine der wenigen nackten Personen. Aha. Der ist jetzt zwar Ja. auch leicht bekleidet, der nächste.
Ja, aber ich sag, Ja. es gibt nicht so viele, die da nichts anhaben. Und die konnten sich das ja auch leisten, weil beides ja aus der Mythologie kamen. Stimmt, ja. Und Merkur, man weiß, so schnell ist, um sich Kleidung anzuziehen. Und deshalb waren die beiden nackt. Aber die konnten sich das auch leisten, weil sie auch Götter waren. Ja, und schlecht gebaut sind sie ja auch nicht, zumindest Merkur nicht. Und insofern ist es ja auch wahrscheinlich für die Damenwelt auch ein kleiner Hingucker gewesen. So muss man es ja auch sagen. Bestimmt, bestimmt. Und es ist spannend, dass man sich das erlaubt hat. Ja. Ja, aber wahrscheinlich hat man eben dann gerne die Botschaft auch entsprechend verstanden. Ja, also jetzt haben wir ja vorhin den Brief gesehen und die Botschaft. Gibt es denn, so viel darfst du schon mal verraten, was ist der Unterschied zwischen Botschaft und Brief? Dass das eine auf der Kommunikation im Wort ist und das andere in der geschriebenen Sprache. Ach, das ist wirklich so wörtlich zu sehen. Das eine ist sozusagen, jemand übermittelt dir etwas und das andere ist einfach wirklich ein Brief. Ja, oder in der heutigen Form ein E-Mail Oder oder eine E-Mail. vielleicht noch, wer es hat, ein Fax oder ein Telex oder was auch immer. Ein Telex. Weiß ich, wann ich mein letztes Telex bekommen habe, Ruin. Oder wie hieß das, was man früher, Kommt wieder. wo man früher zur Post musste? Wie hieß denn das? War das ein Telegramm? Das war ein Telegramm. Ein Telegramm? Ich habe das, glaube ich, in meinem Leben zweimal machen müssen. Zur Post gehen, ein Telegramm verschicken. Jetzt verrate ich schon, wie alt ich bin, wahrscheinlich dadurch. Das ist ja eh kein Geheimnis. Ja, Telegramm war immer meist mit schlechter Nachricht verbunden, ne? Ja, richtig. Ich habe ein Telegramm bekommen, Ankomme ist ganz schlimm. Freitag, dem 13. um 14 Uhr, Christine, ne, hat Reinhard May getextet. Ja, genau. Also, pass auf. Jetzt ist meine Frage natürlich, jetzt haben wir die Karten mal vorgestellt und wie gesagt, ihr werdet noch viel ausführlicher in sie eingeführt in der Serie, die Röhr und ich vorhaben. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt gibt es ja euer Buch dazu. So, wo liegt es? Ich hatte es doch gerade noch in der Hand. Wo ist das Buch hin? Ah, hier unten. Jetzt habt ihr ein Buch dazu geschrieben und habt natürlich den Spagat machen müssen. Die Karten sind, wie sie sind. Seit 170 Jahren, sage ich jetzt mal, sehen die Karten so aus. Gibt keine neuere Version. Ich meine, bei Tarot gibt es ununterbrochen, werden die dem Zeitgeschmack angepasst. Jeder tut seins dazu, seine Philosophie, seine Ideologie dazu. Aber hier scheinbar nicht. Die blieben immer die traditionellen Orakelkarten. Auch bei den Kippern gibt es ja mittlerweile zig andere und bei Ja, den Lenormands. Achtung, Ja. Achtung, diese Karten werden von einer noch existierenden Firma produziert. Es gibt keine anderen Orakelkarten in dieser Form. Da schaut Beatnik darauf. Also das heißt, die würden auch nicht zulassen, wenn jemand sagt, ach, ich mache jetzt mal eine moderne Variante, die keltischen traditionellen Orakelkarten und dann lasse ich König Artus auftauchen. Du kannst es ja mal probieren. Na, ich glaube, Ich ich lege mich glaube, nicht dann an wird mit. der Herr Geschäftsführer Diplomkaufmann sowieso sehr schnell ins Bayerische Reich einfallen, du. Ja, du liebes bisschen. Also das wollen wir gar auf alle Also ich Fälle kann verhindern. eine kleine Anekdote Ja, dazu. okay. Ich habe meine erste Homepage mit den Zigeuner, damals hieß sie noch Zigeuner-Wahrsagekarten, habe ich mir so 1999 machen lassen. Und damals habe ich mir wörtlich, also in die Hand rein versprechen lassen, dass ich die Karten zeigen darf, ohne dass mir Bjatnik jemals eine Rechnung stellen wird. Ein paar Jahre später hat Bjatnik das gewittert und danach musste jeder, der mehr als wie drei Karten gezeigt hat, 300 Euro bezahlen im Jahr. Also, die sind schon geschäftstüchtig und die schauen ganz genau. Ja, und das ist natürlich, deswegen habe ich hier gewissermaßen ja auch ein Privileg, dass du mit dabei bist. Wir dürfen die Karten nämlich zeigen
Und entsprechend respektvoll gehen wir auch mit ihnen um. Und meine Frage besitze ich auch genau darin. Es ist ja eigentlich fast schon eine sehr charmante Aufgabe für euch gewesen, diese doch traditionellen symbolischen Karten, also die auch eine Symbolik der damaligen Zeit hat, in eine moderne Version, die natürlich jetzt nicht die Karten betrifft, aber die Art und Weise, wie sie gedeutet werden, umzuwandeln. Wie gut ist euch das gelungen? Habt ihr da lang drüber grübeln müssen oder war das etwas, wo ihr sofort wusstet, Nein. ja, genau, das sind Botschaften für die moderne Zeit? Und wir haben natürlich, weil es ja modern ist, schon im Konzept was verändert. Früher gab es, wenn du so Orakelbücher hattest, mindestens 200 Seiten. Wir haben aber nur 100, glaube 128 oder 130 Seiten sind es in diesem Buch. Und der Rest des Inhalts kann man auf der Homepage der Mantika finden. Aber es ist gut versteckt. Und man kommt nur in diesen geschützten Bereich, wenn man das Passwort, das im Buch aufscheint, sucht, findet und dann angibt. Und dann wird dieser verschlossene Bereich, ne, also das ist ja auch was Modernes, geöffnet. Und dort bekommt man dann etwas, was man früher nicht hatte, nämlich Videos, Legesysteme, Hinweise und die werden regelmäßig aktualisiert. Und das hattest du halt früher in Büchern nicht. Man könnte sagen, es ist ein wachsendes Kompendium auch. Wer den Schlüssel zu dieser geheimen Welt bekommt, der taucht sozusagen noch tiefer ein und hat nicht einfach nur ein bisschen mehr Wert, sondern auch einen wachsenden Wert, weil es aktualisiert wird. Und das ist ja etwas, was man früher nicht machen konnte. Du konntest natürlich jetzt nicht einfach ein Buch Richtig. erschaffen, das von selbst sich sozusagen vermehrt. Also im Wissen. Ja. Sehr Du gute konntest Idee. höchstens deine Enzyklopädie vergrößern. Das konntest du tun. Aber finde ich auch eine sehr coole Idee, das gerade mit den traditionellen Orakelkarten zu machen, Ah. weil man es mit ihnen ja wahrscheinlich am allerwenigsten erstmal zutrauen würde. Und dadurch entsteht natürlich so auch meine Neugierde darüber. Und ich hoffe, ihr teilt mit mir jetzt meine Neugierde, was mit diesen Karten alles noch gemacht werden kann. Natürlich werden wir nicht so viel verraten, dass ein Zugang zu diesem geheimnisvollen Bereich, den die Mantiker hier zur Verfügung stellen, überflüssig wäre. Im Gegenteil, wir wollen euch nur noch mehr Lust darauf machen, die Orakelkarten auch zu nutzen. Und natürlich lege ich euch, und das ist ja auch etwas, was ich hier in der Leselaube, deswegen stelle ich das ja hier vor, euch natürlich ans Herz, euch die traditionellen Orakelkarten auch anzuschaffen. Denn es ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, es ist erstens schön aufgemacht. Mir gefällt es unglaublich gut. Das Buch ist, du hast gesagt, 128 Seiten dick. Aber das Schöne ist, ich mache mal hier so eine, nehmen wir mal eine der Karte, die wir gerade gesehen haben, auf. Nehmen wir mal die Botschaft, dass ihr mal schaut, wie das hier gemacht ist. Das ist für jemanden, der jetzt gerne mit den Karten zum ersten Mal arbeiten möchte, glaube ich, ziemlich gut strukturiert. Wir haben das kleine Bild oben im Eck nochmal, damit man sich auch nicht verläuft. Wir haben eine Kernaussage, das mag man ja heutzutage gerne. Und da habt ihr schon es in Mod habt ihr das Wort, der Titel dieser Karte ist Botschaft, aber ihr habt es schon in ein moderneres Wort umgewandelt, nämlich Kommunikation. Dann was sieht man? Den Hermes Merkur, so ein bisschen die Symbolik. Dann das heißt, dahinter steckt. Dann gibt es einen Tagesimpuls, was ich auch spannend finde. Vielleicht möchte man einfach mal eine Karte ziehen. Und dann hat man schon einen passenden Tagesimpuls, der einen begleiten darf. Und spannend hier auch noch mal die Schlüsselworte. Da wird es dann echt konkret. Also wenn ich jetzt mit einer konkreten Frage komme, und das ist ja manchmal so ein bisschen das Manko an anderen mantischen Systemen, die Leute kommen ja mit konkreten Fragen oft. Und da muss ein anderes mantisches Definitiv, dafür. System, erstmal versuchen, es irgendwie zu übersetzen. Hier bekommst du eine Antwort. Also, und das habt ihr schön gemacht, auch mit Begriffen, die eher zum Ja, Zeitgeist mit passen. modernen, ne? Ja. Also hier Tipp für Work-Life-Balance. Haben wir uns gegönnt. Ja, also finde ich Körper, Geist, Seele, Tipp für Singles, ganz wichtig.
Ein bestimmendes Auftreten macht dich interessant. Ja. Ich weiß nicht, Ja. Rohe, wollen wir da mal irgendwie so ein bisschen was orakeln jetzt für unsere Community hier? Haben wir jetzt so gar nicht abgesprochen. Wir haben uns dahin gar nicht abgesprochen und ich habe wirklich Schwierigkeiten, denn ich bin immer noch eingefroren. Ich lebe da aufgrund der Worte, die ich von dir höre und was ich da mitlesen darf. Ich lese aber auch, dass mich einige sehen, also wahrscheinlich liegt es nur an mir. Ich weiß nicht, ob du mich schnell auswirfst und ich nach 1,5 Minuten wieder reinkomme, damit ich wieder sehe, denn sonst wird das Ganze ein bisschen schwierig. Ja, jetzt pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich logge dich mal kurz aus und du wählst dich einfach noch mal ein und schauen wir mal, ob du dann wieder sichtbar bist. Okay. So, schwuppdiwupp ist Ruhe wieder verschwunden. Ja, wir sehen ihn ganz normal, aber wenn es natürlich jetzt irritierend, wenn er sich da nur so eingefroren sieht, dann hat er natürlich ein Problem. Und jetzt soll er sich einfach nur noch einmal einwählen. Und dann kriegt ihr noch ein kleines Orakel, oder? So soll es sein. Ich lege jetzt noch mal hier die Karten hier so hin. Hoffe, dass Rui das schafft, dass wir jetzt hier nicht ihn komplett ins Ausgekickt haben mit unserer Aktion. Dass er dann nicht mehr erscheinen kann. Da ist er schon. So, lieber Rui, beweg dich mal. So, das schaut ja schon viel, viel schöner aus. Ja, Daniela fragt übrigens hier schon, könnte in der Leselaube das kommende Spreadbuch von Rui und Kathi Lucht vorgestellt werden? Du, das wird bestimmt hier vorgestellt und natürlich wird es auch bei den Mantikern vorgestellt. Einladung in die Leselaube zum Bin ja nur mehr beim Herrn Spreadbuch. Weiden Ja, also da müsst ihr auf echt dem mal langsamer Kanal. aufpassen. Aber wir haben natürlich jetzt noch mit den Orakelkarten, den traditionellen Orakelkarten, was zu tun. Was könnte man denn machen, so als kurz und knackig, quick and dirty Legung, Rui? Einfach mal. Ich misch sie Sehr schon mal. spannend, sehr schnell, sehr aufschlussreich. Siehst immer Dinge, wo ich einen Entwicklungsschritt haben möchte. Da gibt es die berühmte Kartenlegung Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, wie du das sonst so hältst, dass du da in die Community rausrufst, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Ich mache das Also für die weiß ich. Community. Also einfach alle, die jetzt gerne in Resonanz gehen wollen, gehen in Resonanz. Und wir schauen mal, was dabei rumkommt. Also es ist jetzt eine Premiere, es ist ein Experiment. Ich freue mich drauf und Es war nicht abgesprochen, war es nicht abgesprochen. kommt Ich frisch habe aus dem Bauch raus. aus Baros, ich habe hier. Na, die Karten und Du ich wirst würde die auch einfach. mischen und für die Community ziehen. So ist es. Und du musst nur noch deuten. So, Ja, ich und mische dann hier noch ein braucht es bisschen. natürlich zu jeder tollen Kartenlegung, braucht es nicht nur die Karten und die Klientinnen und Klienten, sondern auch die Frage. Die Frage ist, ein. Für was auch immer ihr an diesem Wochenende vorhabt, machen wir es ganz konkret. An diesem Wochenende. Alle, die etwas an diesem Wochenende vorhaben, wird es gelingen. So, und ich bin glücklicherweise wieder eingefroren. Also wirst du mir bitte sagen, welche Karten gezogen wurden. Also hier bist du flüssig. Sehr schön. Flüssig ist immer gut. Solange ihr mich seht, ist alles wunderbar. Du bist flüssig. Ich bin flüssig. Genau. So, dann, also ein Projekt, ich frage jetzt mal ganz blöd die Frage. Wenn ihr an diesem Wochenende was vorhabt, etwas, wo ihr vielleicht ein bisschen Bange habt, wird es gelingen oder wird es nicht gelingen? Ist es heute eine gute, ist das eine gute Fragestellung oder würdest du sagen, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten? Ja, man würde es vielleicht ein bisschen umformulieren, oder ich würde es empfehlen zum Umformulieren. Es wäre vielleicht die Frage, wie entwickelt sich das? Alles Weil klar. sonst läufst du immer Gefahr rein, dass du mit Ja, Nein,
vom Schicksal geohrfeigt wirst. Genau. Sehr gut. Also man könnte auch sagen, was kann ich tun, damit das, was ich vorhabe, ein Erfolg wird? Genau. So, und dann mache ich, was soll ich jetzt ziehen? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Du ziehst am besten die einfach verdeckt drei Karten. Ich ziehe die jetzt gleichzeitig. Genau. Dann drehst du sie um und dann sagst du mir, welche der Karten gekommen sind. Also, die erste Karte, die ich für uns gezogen habe, ist Oje, der Dieb. Der liegt für die Vergangenheit. Dann in der Mitte liegt, ist es Gegenwart. wichtig, ob es verkehrt rum ist oder nicht? Ist egal. Wir drehen es richtig rum Ja. für den Anfang. Der Offizier in der Mitte. Aha. Oje, oje. Ah, und die Geliebte am Schluss. Ich bin mal Okay, gespannt, wie also wir vom Dieb zur Geliebten kommen. Dieb, Offizier, Geliebte. Also der Dieb ist für uns immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Was wird uns da nur gestohlen? Ja, das ist immer so unsere erste Indikation, wenn man diese Karte sieht und dann ist man sofort mit, ah, da muss ich aufpassen, weil und hast du nicht gesehen. Aber vielleicht ist es noch viel verzwickter. Vielleicht sollten wir uns mal fragen, wo haben wir uns denn davon gestohlen? Ja, wo waren wir denn die, die nicht mehr da so dabei waren und auf einmal verschwunden sind? Vergangenheit. Wo haben wir uns gesagt, jetzt wollen wir da nicht mehr dabei sein? Wo gehen wir weg? Wäre vielleicht so eine Frage. Und weniger, oh Gott, was fehlt uns jetzt? Ne? Brieftasche, Pass oder Autoschlüssel? Alles ist Vergangenheit zum Glück. Kannst einen Haken dran machen. In der Gegenwart wirst du so aufgefordert, damit dein Wunsch nach einem spannenden, tollen Wochenende sich so entwickelt, dass du wie der Offizier einen klaren Plan hast, dass du dir bewusst bist, dass der Offizier der ist, der Befehle umsetzt, die er bekommt, aber auch der ganz klar Befehle gibt. Der hat einen Plan, der weiß genau, was an dem Wochenende durchgeht und was passieren wird. Und diese Befehle, diese klaren Anweisungen, diese Struktur, die gibt er weiter. Ja, was machst du das Wochenende? Ist wahrscheinlich schon klar durchorganisiert. Und was haben wir in der Zukunft? Die Geliebte. Die Geliebte ist ja nicht nur die liebende, tolle, wunderschöne Frau, sondern symbolisiert auch unsere Anima. Und in dem Hinsicht wäre vielleicht so der Hinweis, wo sind denn unsere Anlagen, dass wir aus diesem Wochenende auch was Freudiges, Aufregendes, Schönes machen? Was haben wir für Möglichkeiten? Wo können wir einhaken? Wo können wir unsere Aufgaben sehen, dass es dann so friedvoll, liebevoll und so schön wird, wie es auf der Karte der Liebenden dargestellt ist? Könnte das auch sein, wenn ich jetzt so insgeheim die Frage, ich hätte jetzt ein Rendezvous an dem Wochenende oder so, könnte das sein, dass ich mich vielleicht bisher so immer davor gedrückt habe, der Dieb, dass ich jetzt, Ja. wenn ich es mir echt vornehme, es fixiere, ganz klar bin, dass ich dann tatsächlich auch das Herz des oder der Angebeteten gewinnen kann? Ja, du kannst halt sogar noch eins weitergehen. Du kannst auch deine weiche Seite zeigen, wenn du da dann rausgehst. Okay. Also ich muss es nicht immer unbedingt auf als Person natürlich sehen, die Geliebte, sondern es ist doch meine liebende, innigliche Seite, die, ja, so. Ist ja ein bisschen ein Kontrast der Offizier und die Geliebte, oder? Ist ganz klar, die Geliebte, die lässt sich führen, die Geliebte, die kann im Tag hineinleben, das wird der Offizier niemals tun. Der Offizier ist klar strukturiert, der hat da den zackigen Plan und da geht's durch, ohne Wenn und Aber.
Und auch schön der Kontrast zwischen Offizier und Dieb. Der Dieb, der sich in der Nacht durchschleicht, so die gebückte Haltung, raus aus der Tür, und der Offizier, der wird sowas nie tun. Der ist. Ich habe das ganz Ja, allgemein gemeint, Anke. es gibt Kollegen von mir, die sagen, der Dieb ist die Schattenseite des Offiziers. Ach, tatsächlich. Aha. Das schau an. Dann treten wir mal lieber aus dem Schatten raus und seien wir lieber der Offizier. Ja. Naja, das eine ist ja Vergangenheit, aber viel wichtiger ist ja Gegenwart und Zukunft. Also wäre es vielleicht ganz gut, dass man sich für dieses Wochenende strukturiert und sagt, was will ich wirklich? Was habe ich für einen Plan? Welches Manöver möchte ich denn üben, damit ich schlussendlich liebevoll bemerkt werde? Also ich Aber das persönlich, weiß natürlich nur der Fra oder die Fragende. ja, also ich persönlich kann was damit anfangen, aber bitte jetzt nicht so, wie ihr denkt. Ich habe nur für euch gefragt wegen einem Rendezvous. Ich selber habe kein Rendezvous, aber ich habe etwas Ähnliches, wo ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt habe. Bei dem Dieb, Roy, da habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, weil ich natürlich wusste, es gibt etwas, was ich liegen gelassen habe bis jetzt, was ich eigentlich schon längst hätte tun müssen und wo ich mich am liebsten davon schleichen möchte, ja. Und jetzt kommt der Offizier und der steht jetzt da und sagt, nein, es tut mir leid, strukturiere dich einfach besser, dann schaffst du das auch. Und dann beruhigt mich natürlich die Geliebte am Schluss, die sagt, das Ganze wird gut werden. Das ist für mich jetzt so meine persönliche Botschaft. Ja, dann ist es deine Interpretation. Genau. Also ich kann damit leben. Wie seht ihr das da draußen? Es ist auf alle Fälle sehr schön interpretiert. Ich finde es sehr praxisnah. Ja, genau. Ich habe heute schon vom heiligen Kevin gesprochen und so weiter und so fort. Also ihr seht, heute in der Leselaube bin ich immer ungewöhnlich offen. Das passiert aber auch nur in der Leselaube. Und ja, ich würde mal sagen, ich möchte jetzt, oh, wir sind eigentlich schon auch über der Zeit, lieber Rui. Und dann möchte ich mal sagen, also damit haben wir doch eine wunderschöne Schluss. Zack, zack, in die Sauna befehlen wird sich Anke Richter. Viel Spaß dabei. Und Ja. dann sitzt du wahrscheinlich dann da. Ich hoffe, du siehst dich dann in dieser wunderschönen Dame da sitzen, die die Sauna genießt. Ja, ich würde mal vorschlagen, liebe Leute, vielen, vielen Dank, Rui, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mein Gast in der Leselaube zu sein. Ja, Es danke, dass ich dabei sein durfte. war mir ein wirklich großes Vergnügen, mit dir über die Orakelkarten zu philosophieren und überhaupt mal grundsätzlichen Einstieg zu schaffen. Jetzt bin ich noch umso neugieriger auf unsere eigene Serie und bin sehr, sehr, sehr. Ich werde natürlich die Orakelkarten vorher noch ein bisschen besser studieren, um auch ein bisschen mitreden zu können. Aber ich weiß jetzt schon, wie sehr ich auch von dem profitieren werde, was du uns hier dann zu erzählen hast. Wirklich exklusiv in der Geheimnisakademie. Bleibt bitte dabei. Und wenn ihr natürlich noch mehr über Ruhe erfahren wollt, dann gibt es natürlich auch einen ganz einfachen Weg. Ruhe ist aktiv unter dem Label Die Mantika natürlich. Ihr kennt den mantischen Kanal, aber du hast auch einen eigenen Instagram-Account. Vielleicht magst du noch was da sagen dazu. Es gibt ja nicht nur diese Möglichkeit, die du mir hier gibst mit den Orakelkarten. Armin Denner, wer ihn kennt, den Taroman aus Augsburg, den konnte ich motivieren, nachdem ich ihn seit 2005, 2006 kenne, ob er nicht mit mir in das neue Medium YouTube mitkommen will und wir philosophieren einmal im Monat über das, was gerade so los ist. Und wir haben da gestern Abend den zweiten Abend gehabt und wir haben uns da von 5 auf über 20 Zuschauer gesteigert. Das war eine Cool. Zahl, auf die wir schon sehr stolz sind, weil wir beides eigentlich technische Dinosaurier sind, die da uns Gott sei Dank immer durch Unterstützung links und rechts und von ganz lieben Menschen führen lassen. Und es ist immer wieder faszinierend, auf welche Dinge man sich dann noch mal erinnert oder darauf hinweist, die man eigentlich sonst nirgendwo hört, liest oder so. Und da ist Armin Dehn natürlich ein wunderbarer, ganz toller Mensch, Ich der ein sehe schon, riesiges Wissen hat. einige von euch haben das gesehen. Meren Harter schreibt, eure Taromänen sind grandios und ihr Ja, erntet danke dreimal schön. Glitzerherzchen. Also ich glaube, da habt ihr schon einen echten Fan gewonnen. Und ich Danke schön. persönlich kann es nur empfehlen, schaut es euch an. Es ist auf dem Kanal der Mantika zu finden. Also,
Es ist Armin Denner vielleicht noch mal kurz, ist Mhm. wirklich eine Koryphäe, der leider viel, viel zu bescheiden ist. Also der hätte wirklich, also aus meiner Sicht, das gleiche, den gleichen Sockel wie Hayao Panzer verdient. Okay. Ganz, ganz eine Ja. riesen Wissen von Kabbala, der hat lange sich mit indischer Astrologie und auseinandergesetzt. Der war in Lateinamerika, hat mit Schamanen gearbeitet, also ein Kerl, der wirklich, wirklich Lebenserfahrung hat. Ich habe Super. riesen Respekt vor ihm. Ja. Das klingt durch. Und ich werde mir die Folge von gestern auch noch anschauen. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich kenne die erste Folge und war schon begeistert. Und ich glaube, die zweite wird mir auch gut gefallen. Vielleicht sehen wir uns ja virtuell beim Anschauen dieser zweiten Folge. Jeder bei sich daheim. Das werde ich heute noch tun. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir zu den Orakelkarten. Das wird sicherlich auch spektakulär. Und wenn ihr dabei sein wollt, bleibt uns gewogen. Abonniert die Geheimnisakademie, aber auch die Mantika. Und wenn ihr das nicht schon längst getan habt, und dann sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Morgen sind wir auf den unterschiedlichen Kanälen auch wieder unterwegs. Ich bin morgen Abend am Runenbrunnen, sitze ich mit euch. Es wird morgen auch eine neue Rückschau geben zu den Rauhnachtsrunen. Und dann wird es die Wochenrunen geben. Und morgen gibt es außer der Reihe ein Wochentaroskop. Nicht wie sonst Sonntagabend, sondern mal Samstagabend ausnahmsweise. Denn die Mantiker erlauben sich ab Sonntag etwas ganz was Exklusives. Sie werden sich für ein paar Tage auf ein Sabbatical zurückziehen. Nein. Ja! Dabei wünsche ich euch auf alle Fälle viel, viel Freude. Und ich glaube, auch wir, Ruhe, wir sehen uns bald wieder. Und in diesem Sinne. Vielen Dank an dich, Christopher, dass du das hier möglich machst mit den vielen, vielen Wissen. Danke an euch da draußen, dass ihr da dabei wart, dass ihr so toll kommentiert. Ihr seid wirklich ein ganz, ganz tolles Publikum. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür. Meine Rede auch. Ich danke euch allen da draußen. Und jetzt schicken wir euch in den Feierabend, denn ihr sollt morgen frisch und ausgeruht sein für den morgigen mantisch-geheimnisakademischen Tag. In diesem Sinne, macht's gut. Ja, noch einen schönen Abend. Dankeschön.